Tierplastkostop. Dieser Begriff bedeutet Naturkosmetik, Plastik, Tiere und Biotop. Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen haben sich in diesem Schuljahr mit diesen vier Themen intensiv beschäftigt. Es sollte wieder allen bewusst werden, dass wir mit und von der Natur leben und sehr viel von ihr lernen können. Zuerst haben wir einen Ausflug zum Biotop gemacht, wo wir Tiere beobachtet und gesammelt, Geräusche bewusst wahrgenommen und einen ersten Kontakt zu den Pflanzen, die wir später in dem Bereich Naturkosmetik verwendeten, hergestellt haben. Viele von uns staunten, was eine Wiese alles zu bieten hat. Danach führten wir Naturstudien über die verschiedenen Tiere und Pflanzen, welche wir später aus Pappmaschee herstellten, so wie diese Eule. Außerdem beschäftigten wir uns mit dem Lebensraum der Tiere und bemerkten, wie viel Plastik und anderer Müll in der Natur zu finden ist. Deshalb informierten wir uns über die Müllvermeidung und verwendeten wiederbefüllbares Plastik für unsere Naturkosmetik. Als wir uns mit den Wildtieren beschäftigten, kamen wir auf die Gedanken, uns näher mit dem Tierschutz zu beschäftigen. Wir sammelten einige Futterspenden, die wir dann dem Tierheim Franziskus übergaben. Die dortige Leiterin war sehr erfreut darüber. Der Naturkosmetik-Workshop mit Frau Elfrieda Rumpf vom Kneipp-Aktiv-Club Bezirk Voitsberg war sehr interessant für uns. Am Anfang waren wir alle skeptisch, aber dann war es sehr lustig. Wir stellten Lippenpflegestifte und Duschbäder her. Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Sie wird besonders von Wind und Wetter, aber auch von Kosmetikprodukten beeinflusst. Deshalb sollten wir uns gut überlegen, welche Mittelchen wir für unsere Haut verwenden. Frau Rumpf erklärte uns, welche Inhaltsstoffe in der Naturkosmetik enthalten sind und welche Vorteile diese für unsere Haut haben. Für unsere selbstgemachten Duschbäder haben wir Löwenzahnöl, Blütenwasser und die alles bindenden Tensidmischungen verwendet. Als zusätzliches Bindemittel haben wir noch Xanthan verwendet. Das ist ein Mehrfachzucker, der auch in Ketchup, Senf oder in der Milchproduktion zu finden ist. Der Lippenpflegestift besteht aus Argenöl, Bienenwachs, Shea Butter und einigen Tropfen ätherischer Öle. Mit diesen Inhaltsstoffen haben wir uns einige Zeit beschäftigt und haben dazu Plakate und Referate vorbereitet. Parallel dazu haben wir uns mit den Inhaltsstoffen herkömmlicher Duschbäder beschäftigt und gelernt, was der Begriff pH-Wert bedeutet. Der Begriff pH-Wert bedeutet eine Konzentration zwischen Säure und Lauge. Unsere Haut hat zum Beispiel einen ungefähren pH-Wert von 5,5. Dieser natürliche Säureschutzmantel wehrt Bakterien ab und verhindert deren Eindringen. Wenn wir uns duschen, verändert sich unser pH-Wert. Dann dauert es wieder 2 bis 3 Stunden, bis unser pH-Wert neutralisiert ist. Wir alle müssen unsere Umwelt schützen, damit wir die Vielfalt der Natur weiterhin genießen können. Darauf wollen wir mit unserem Projekt aufmerksam machen.